Wie findet ihr diesen Trainer? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Fenerbahce in Aufregung. Mourinho und Lukaku könnten nach Kadıköy wechseln. In einer entscheidenden Phase der Champions Super League hat Fenerbahce mit einem beeindruckenden 3-0-Sieg gegen Kayserispor nicht nur sportlich von sich reden gemacht. Hinter den Kulissen laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Vereinspräsident Ali Koç kündigte nach einem Treffen mit Präsidentschaftskandidat Saadettin Saran seine erneute Kandidatur an und stellte damit die Weichen für künftige strategische Entscheidungen. Eine dieser möglichen Entscheidungen könnte die Fußballwelt aufhorchen lassen. José Mourinho, der charismatische portugiesische Trainer, könnte das Ruder bei Fenerbahçe übernehmen. Nach 6 Jahren im Amt hatte Ali Koç ursprünglich angekündigt, nicht mehr zu kandidieren, es sei denn, es treten außergewöhnliche Umstände ein. Diese Umstände scheinen nun eingetreten zu sein. Sportdirektor Mario Branco, ebenfalls Portugiese, hat bereits erste Gespräche mit Mourinho geführt und ihm das Interesse von Fenerbahçe signalisiert. Diese Entwicklung folgen auf die Ankündigung, dass der derzeitige Trainer Ismail Kartal wahrscheinlich nicht weiter beschäftigt wird, was die Suche nach einem neuen Trainer umso dringlicher macht. Das Interesse an Mourinho ist groß, nicht nur bei Fenerbahçe. Auch in Saudi-Arabien wirkt der Trainer, der zuletzt beim AS Rom arbeitete und dort im Januar zurücktrat, umworben. Trotz dieser Konkurrenz ist Fenerbahçe zuversichtlich, mit einem starken Projekt überzeugen zu können. Die Ambitionen des Vereins zeigen, dass er sowohl national als auch international auf höchstem Niveau mitspielen will. Ein weiterer spannender Aspekt der möglichen Verpflichtung Mourinhos ist die Ankunft eines Stürmers von Weltformat, der die Fans in Ekstase versetzen könnte. Romelu Lukaku, derzeit noch beim FC Chelsea unter Vertrag, aber in den aktuellen Planungen nicht vorgesehen, könnte der große Coup werden. Lukaku verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei Inter Mailand und ist auch in dieser Saison an die AS Roma ausgeliehen, wo unter Mourinho spielte. Ein Transfer des belgischen Stürmers zu Fenerbahçe würde sich nicht nur wegen seiner fußballerischen Qualitäten für Aufsehen sorgen, sondern auch ein klares Zeichen setzen, dass der Club in der Lage ist, Spieler dieses Kalibers zu verpflichten. Die Verhandlungen über ein mögliches Leihgeschäft oder einen dauerhaften Transfer werden komplex sein, da Chelsea einen Verkauf bevorzugt, der hohe Preis von 40 Millionen Euro aber viele Vereine abschreckt. In den kommenden Wochen wird viel über mögliche Veränderungen bei Fenerbahçe spekuliert werden. Sollten die Verhandlungen erfolgreich verlaufen und sowohl Mourinho als auch Lukaku den Weg nach Kadıköy finden, könnte dies eine neue Ära für Fenerbahçe einläuten und sowohl die Fans als auch die Fußballwelt für begeistern. Wie findet ihr diesen Trainer? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo.